Und dann ist es am Ende auch, in der Politik ist es ein bisschen die, ja, am Ende die Entscheidung. Sie, in der, wir haben ja, wir wissen für alles jede Expertise und die, manche glauben ja, ein Minister müsse der sein, der am meisten von einem bestimmten Fach versteht. Das sind im Zweifel die schlechtesten Minister, weil sie sich nicht mehr fachlich beraten lassen. Aber Politik ist nicht der beste Experte, sondern Politik ist die Entscheidung. Das Zusammenfügen von unterschiedlichen Gesichtspunkten, Interessen, auch natürlich der richtige Moment. Das ist auch ein Stück weit, es ist dann auch manchmal auch Glück dabei, natürlich, klar, immer. Und, oder Bismarck hat schon gesagt, du kannst in der Politik so klug sein wie nur irgendeiner. Und gehst doch unter Umständen von einer Sekunde auf die andere in einen dunklen Wald. Und dann gibt es Situationen, da musst du entscheiden. Da hast du dich lange genug darum gekämpft, dass du in dieser Position bist. Und da musst du plötzlich Entscheidungen treffen. Von der, wenn man sich, und jetzt kommt das andere, man muss sich die, ich sage immer, man muss sich eine richtige Mischung aus Mut und Demut bewahren. Man darf nicht so feige sein, dass man nicht entscheidet. Aber man darf auch nicht glauben, dass man gegenüber allen anderen dass man so alles machen kann. Sonst kommt die Allmacht und das ist dann, geht dann auch schief. Was ich gesagt habe, ist, dass an dem Tag, wo man sich entscheidet, Dirigent zu werden oder zu sein, muss man den Instinkt, immer geliebt zu sein, erstmal weglassen. Was der Dirigent machen kann, ist aus 90 oder 80 oder wie viele Individuen eine Einheit zu machen. Aber das, das heißt, dass die, alle Musiker in dem Moment, wo sie spielen, das Gleiche über die Musik denken. Und nur in diesem Moment.